Moin, moin, ihr Panserianer und Panserianerinnen. Erstmal schöne Grüße, Aaron. Und danke, dass du ein Replay von einer älteren Version in die neuen Versionen reinlädst. Ich habe die alte Version noch. 9.19.1 ist das hier. Weil ich da auch noch ein paar Replays habe, die ich noch kommentieren muss. Weil ihr mir so freiwillig sendet. Genau, ich zwinge euch immer, ne? Sende mir dein Replay. Sonst fliegst aus dem Clan. Nein. Ja, also, ich versuche die ganze Zeit dieses Replay zu starten und geht nicht. Ne? Sagt immer, nicht mit dieser Version kompatibel. Und ich denke mir, hä? Doch, geht. Ne? Dickschädel Sammy hier. Klickt 20 Mal, weil er weiß, es geht. Anstatt mal durchzulesen, ne, von wann dieses Replay ist. Und dann merkt, oh, es ist eine ältere Version. Okay, ja, Aaron, macht er doch gerne, ne? Bernd hier. Nur um mich zu ärgern. So, wenn wir schon die ganze Zeit über ihn reden, stelle ich ihn mal vor. Hier Aaron. 777777777777. Ne, ganz viele Sieben nennen. Hat keinerlei so Gefühle und Angst gegen die Zahl 7. Ne? Nächstes Mal nennt er sich Aaron 13, 13, 13. Und so weiter. Ne? Was fährt er denn überhaupt hier? Ein T34-85M. Ja. Ne, ist so ein Panzer, den man sich erspielen konnte. Hat er auch geschafft. Ne? 300 Spiele gemacht. Davon nur eins gewonnen und dadurch hat er den Panzer bekommen. So, das ist ein 7er-Match. Das bedeutet 5 7er und 10 6er. Das Geile ist, Top-Tiers sind Artis. Ne? Mit dem 6er liebt man das doch, gegen eine 7er-Arti weggesplasht zu werden. Ne? Ja, Arti ist balanced. Ne? Gibt keine One-Shots mehr. Nein, überhaupt nicht. So, was haben wir hier? Vadi, ne? Wenn du besoffen bist, dann sagst du nicht mehr Vadern oder Papa, sondern Wadi. Ruski, Wadi. Angriff, Auftrag. Sichern Sie die verbündete Basis oder zerstören Sie alle gegnerischen Fahrzeuge. Keine Aufträge für diesen Fahrzeugtyp begonnen. Ja, kann man ja auch nicht, weil der damals noch ziemlich neu war. Da gab es noch keine Aufträge für den. So, wir gucken uns mal an hier, was da so läuft. Na, hier, los geht's, genau. Ja, da habe ich für die Replays noch so ein anderes Ziel-Dingsbums, sehe ich gerade. Ne, da habe ich die auch noch schön farblich gekennzeichnet. Ne? Blau sind die TDs, ne, die Tankdellen-Typen hier. Ne? Lila sind die Artis, rot sind die Heavies, gelb sind die Mates und grün ist die Hoffnung. Ne, da hat man so Hoffnung, dass da der Scout was spottet. Was machen unsere Scouts? Ja. Keine Ahnung, was die machen. Die stehen da hinten in der Ecke und freuen sich. Ne, warum auch? Warum muss man spotten? Ne, da, wo er jetzt hinfährt, kann man ja nicht spotten. Hier, diese Ecke. Da habe ich mich schon so oft umgedreht, geflippt, als ich diesen Modus noch gespielt habe. Ja, cooler Zoom-in-Modus. Ja, VK28 und der AMX kloppen sich um die Feierabendposition, nenne ich die immer. Da stellt man sich hin und kann schnell was essen gehen. Ne, und danach, ich habe ja versucht zu spotten. Jetzt fahren die beiden auch weiter, wahrscheinlich Händchen haltend. Ja, seht ihr? Der Zoom-Mod zu stark eingestellt ist. Sobald ihr so Looky-Looky macht, guckt ihr fast im Boden. Megane. Romania, Deutschland. Megane. Also er fährt Renault Megane hier, Autowerbung. Der AMX YOLO rein. Läuft bei ihm. Ne, und danach wird er wieder Ping hier so, ne? Ja, siehst du, dort ist er. Ja, hier. Ganz, hier OP-Tanko, ne? Schwerer Panzer Nummer 6. Durchschlagswerte, scheiße. Panzerung, scheiße. Aber kauft ihn. Es lohnt sich für die Gegner. Ja, also 160 Schaden, so alle paar Sekunden. 3, irgendwas. Ich sehe einen großen Feuerlöscher. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Bin kein Freund von klein. Auch wenn ein Jens nachher wieder kommt. Man kann den auf die Leertaste legen und dann drückt man die und dann muss man nicht so viel Credits ausgeben. Trotzdem verlierst du mehr Feuerschaden als mit dem großen. VKP. Na hier, P. Panik. Wenn man den fährt, kriegt man Panik hier. Ne? Z. So, es steht 1 zu 2, die müssen nur verteidigen. Eigentlich bedeutet das 10 Minuten lang hinten campen und warten. Beste Taktik.
Jetzt kommen gleich die Kommentare. Campen und so, da machst du ja gar keinen Schaden. Nö, aber warum mal ein Spiel gewinnen, gemütlich, ne? Nebenbei einen Kaffee trinken. 703 hat der Kombi kassiert, ja? Arti ist balanced. Da, Komrad, da, Komrad. Ne, Arti ist balanced. Balance, Arti. Fuck off. Also ich brauche unbedingt wieder meine Soundfiles für das Fuck off. Und die anderen Sachen so, ne? Jetzt Britney, Bitch. Ja, der VKP steht da hinten, Hulldown, unbesiegbar. Ja, bretter ihm mal eine rein hier. Madarascha trifft sowieso ohne Zielen. T25-2 gerade eben war da sowas Orangenes. Er sieht die nicht. Jetzt aber. Wie, du triffst nicht. Kann ja wohl nicht angehen. So, er hat gesehen, dass er 59-16 hinter ihm ist. Was hat er denn? 428 Schaden und 100 gespottet. Ein Krombel hat er auch nochmal aufgeklärt, der vor seiner Schnude steht. Ne, rechts hinten. Am Bärsch. Ja, unten hier wieder YOLO, ne? Hier. YOLO! Ich liebe diesen Spielstil, ne? Alleine irgendwo reinraschen und nachher Flame. Mongo Team. Oh, hier, hier, komm. Free Damage. Der Aim-Kreis ist ganz schön groß immer, ne? Ja, ich würde sagen, du hast jetzt von hinten gleich Besuch und von vorne und... Ne, nennt man auch die Sandwich-Taktik. Ne, bei uns im Clan kennen wir uns sehr gut damit aus, mit der Sandwich-Taktik, ne? Vorne einer, hinten einer an den Seiten. Ne, das ist auch immer so warm bei uns im TS. Ne, der ging nicht durch, was denn? Soll er nicht durchgehen? Ja genau, Wirkungstreffer. Und tschüss. So macht man das. Habt ihr das gesehen jetzt, ne? Hier so. Und tschüss. VKP, ne? Panik, Angstgegner ist das. Wieder Tiger P und Tiger 1 und Tiger 2. Ihre Stufe sind sie alle OP. Ja, Type, hast du was Schwein gehabt, nur so wenig zu kassieren? Ja, cool. Würde ich so schießen, würde ich nicht einen Schuss treffen. Und tschüss. Geil, cool. Gefällt mir richtig gut. Ja, 3 Kills, 1133 Schaden und schon bei einer WN8 von 2933. Läuft. So, eine Chromwelle rechts. Ein Pudel. Ein Pudel links. Wollte gerade sagen, wenn du Crosskickst und Pöpsch. Ne, gibt es Spieler, die mögen das, ne? Sieht man immer wieder gerne. Ne, fährst zu einem Gegner und der steht mit dem Pöpsch zu dir. Da weißt du immer Bescheid. Aha. Der mag das. So, UI immer noch. Hier, ne, der passt schon. Hier, Kombele rechts, genau. Kombele rechts. Der da, der passt schon die ganze Zeit auf die Startformation auf, ne? Falls noch Nachzügler kommen. Nur spielt er ohne Minimap und hat noch nicht gesehen, dass noch nicht alle draußen sind, ne? Sind alle hier. Spot schreibt er. Spot. Ich dachte, der ist AFK. Oh mein Gott. Das gibt's doch gar nicht. Mister, ich stehe 5 Stunden in meiner Startposition, gib Anweisungen für das Team. So, aufpassen. Hier, Oberfeldwebel-Stil. Ja, passt. Ne, Denglisch, ganz modern. Jetzt hinter dir ist noch einer. Nur mal so zur Info. Schön in die Fuel-Tanks, genau. Oh, ey. Aaron, was für einen Zoom benutzt du? In Zoom mal 3000. OI. OI hat zugeschlagen. Wow, hat mal, er hat sich auch schon bewegt, ne? Also, gefahrene Strecke von hier bis dahin sind sicher so 200.000 Kilometer. Folge mir, schreibe sie. Random Feldkommandant, dann sind die besten Spieler. Ich finde die geil. Echt, die muss man haben, auch wenn man so auf die Fresse kriegt. Und ich mich immer... Aaron, push me. Wie soll er den OI hochschieben? Ich lach mich kaputt. Und er, nee, das machst du nicht. Aaron, du hast keine Chance, den zu schieben. Also schieben kannst du nur Panzer, wenn du das gleiche Gewicht hast. Das ist genauso, als wenn ein Type 5 Heavy von der Ruhe angeschoben wird. Seht ihr, damit er sich aus der Base bewegt, muss er geschoben werden von dem Medium. Ach, Romania, Germania. Ich liebe dich. Echt Hammer.
Also so frech musst du mal sein, die ganze Zeit in der Startbasis stehen und dann noch Verbündete anschreien und helfen lassen, damit du überhaupt noch was geschissen kriegst. Schade. Aber wir haben hier unseren AT-15A, ne? Bekannt aus hier Star Wars, ne? AT-AT. Ne, AT-AT. Die zweibeinigen Dinger da, die immer so... Gefallen euch so meine Geräusche, die ich mache ab und zu? Ja, ne? Finde ich auch cool. Ich glaube, wenn meine Frau mal so ein Replay sehen würde, was ich immer rausbringe mit den ganzen Geräuschen, die würde mich einweisen lassen. So, komm. Kurzer Räusper. Diesmal habe ich das Mikro sogar ausgemacht, wenn ich mich räusper. Ich habe dazu gelernt. So, die zwei Klicker und der Spick. Hä? Okay, der Spick ist wahrscheinlich hier so gestanden. Und die Klicker sind ja immer da so, ne? Hier ist die Start... Ja, sag ich doch. Kaum rausbewegen, ne? Ja, Arty Minimap, ne? So. Can you spot, please? I cannot see any tanks. Könnt ihr bitte spucken? An meinem See sind keine Tanks. So. Romani hat wieder zugeschlagen. Der wird nachher auch schreiben, dass er das Match gewonnen hat, ne? Oh, da ist ja der Spick. Ach, AFK als Top-Tier-Scout. Läuft. So eine Leute hat man gerne im Team. Genau, richtig. Hat er geschossen, ne? So, und jetzt. Hol dir den Klicker noch für mich. Komm, bitte gönn ihm nicht den UI. UI hat eh schon 3 Kills. Du hast 5, jetzt hol den 6. Und Schuss. Komm. Ey. Jawohl. Habe ich jetzt extra ausreden lassen. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Nee. Gegnerischen Klicker ausgeschaltet, zerstört, destroyed, zum Moos verarbeitet. Ne? 2000 Schaden, WN8 von 7,6, Hammer. Ne? Gewonnen hat er auch noch, kann ja wohl nicht angehen. Gehen wir mal kurz in den Detailed-Report zusammen. Da haben wir nämlich Folgendes. Ein hier, Mainz, Panzers, dann hier, ne? Und hier Großkaliber. Großkaliber sag ich schon. Wie heißt das hier? Krieger. 6 Kills, genau, auf hier Englisch, Top Gun. Oh, Schleichwerbung für Filme, ne? Wer kennt den Film nicht mehr? Tom Cruise. Ne, Tom der Cruise. So. Er hat 5 Panzer aufgeklärt. Hier den AFK-Bot in der Base, ne? Ein Pudel. Dann hier so Crusader, ne? Krumbel und noch ein Krumbel. Dann hat er 1023 Schaden ermöglicht. Und das mit einem blinden Russen. 180 Schaden geboonst. 6 Module zerschissen. VKP hat aber ordentlich Module zerschissen gekriegt, oder? Ja, sag ich ja, OP, ne? Deutsche Panzer immer OP. 2041 Schaden selbst fabriziert und 6 Panzer hat er rausgenommen. In der Teamauswertung kriegen wir dabei Folgendes raus. Mit dem Schaden ist er auch noch hinter dem. Das kann nicht mal, das gönne ich dem gar nicht. Der müsste auch nur 200 Erfahrung kriegen, ganz ehrlich. Ne, hier, Aaron hat sich bewegt. Dann hier unsere YOLO-Bots. Hier, wo ist der Amix? Da, 287 hat er noch rausgeholt. Selbst der soll mehr Schaden, Erfahrung kriegen. Aber was soll's. An Erfahrung ist er an erster Stelle. 1250 braucht man für einen Panzer-Ass. Ne, wenn ein Panzer neu ist und viel gespielt wird, merkt euch so ungefähr 1250. Ist er natürlich an erster Stelle. Ja, im Detailed-Report hat er Folgendes gemacht. 58.782 Kreditos. Davon wurden 3 Autos abgezogen, nee, nur 2. Einmal das Vehikle, 828, Ammo 3217. Ergibt eine Endsumme von 54.737 Credits. Das bedeutet, er hat mehr Credits gemacht als manche mit ihrem 8er Premium. Dann haben wir Folgendes an Erfahrung hier. 1800 Erfahrung, dann hier Beachtag, ne, hier Strandtag, mal 2, weil es ein Premium-Vehikel ist, ne, nochmal 564 dazu, ergibt eine Endsumme von 4.324 Erfahrung in einem 6er, ich wiederhole, in einem 6er und 186 freie Erfahrung. Allein diese Werte kriegen manche nicht mal mit ihrem 8er hin. Geschweige denn 10er. Aber davon reden wir jetzt nicht. Ja, hier Aaron 777777. Ne, bist du eine Biene eigentlich gewesen im letzten so? Hier. Ja, wie heißt der Typ von Biene Maya? Willi, genau. Maria Roberto. Ne, Willi. Willi. Hier Aaron Willi Bernd 77777. Danke dir fürs Einsenden. Euch fürs Einschalten. Und ja, jetzt zum Schluss wieder Gespräche. Nee, die sehr herzergreifend sind und die nur unter uns bleiben, der Community und mir, den treuen Zuschauern.
Habt ihr jetzt echt gewartet, dass ich irgendwas erzähle? Ja, cool. Also dann, wie immer mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.